Ist halt wunderschön, ne? Wenn man da relativ beschränkt Platz hat, ne? Wenn die andere Seite schon drauf sitzt. Oh! Ah, ein bisschen ist dein auch verbogen. Ein bisschen ist er auch verbogen, deiner. Boah, aber der ist ein bisschen arg verbogen, ne? Ich glaube, wenn ich ihn nochmal auseinandernehme, machst du da die Zinkhülsen, ne, Messinghülsen drüber. Wir sorgen gerade so ein bisschen für Stabilität im Rahmen. Aber wir kriegen das schon hin. So soll es sein, ne? So, den haben wir dran. Der Ästhetik halber wird das ganze Ding von innen angebracht. Wenn du immer so aufschlägst, ja. Ne? Guck mal, was sagt das Maß? Maß sagt 38,5. So wie auch hinten. Und da wir ja ohne Winkel bauen. Das ist Kunnels Winkel. Das ist mein Winkel. Wir haben gesagt, den ersten Tag, den bauen wir komplett ohne Winkel. Kunde, was machst du denn da? Für unsere Pendelei. Genau. Der Hans, der macht die restlichen Reifen fertig. Von einem Schatten. Ja. Das wird die Aufhängung. So. Die natürlich vorher fachmännisch gezeichnet worden ist. Ne? So, wir nehmen vorher die Blattfedern hier zwischen. So war es geplant. Dadurch, dass wir aber zu wenig Platz hatten dann zwischen dem Rahmen und den Blattfedern, wo wir unsere Schenkel für die Pendelei reinmachen. Genau. Die wir so dazwischen setzen. So, und auf der anderen Seite genauso. Haben wir die jetzt mal nach außen gesetzt und testen das mal. Wir müssen dann noch gucken, dass wir mit den links unten zurechtkommen. Das wird schon wunderbare Arbeit vom Hans hier, ne? Oh. Mach ruhig zwei, dann hast du da
Nee, dann wird's direkt. Weil du kannst dich an der Achse nur innen anschlagen. Mhm. Also dann quasi von unten. Mhm. So. Aber dann wird das ja reichen. Soll man dann da nicht besser Gewinde reinschneiden? Und dann nur von außen mit einer dünneren Mutter keiner nachsichern? Nee, nee, ich fahre mit der anderen gleich noch da. Ich habe ja, zum Hans gesagt, wir müssen eh einkaufen gehen und dann. Wären da ein wenig teurer gewesen. So ab 30 Euro aufwärts, ja. Ein ganz kleiner Satz. Und das muss ja nicht sein. Aus dem Schatten. Machen wir es nochmal. Ja. Passt. Passt. Also alt macht neu, ne? Provisorische Anpassung der Links. Richtig. Wird mal eben ein anderes Chassis geschlachtet. Haben wir aus der Kiste ausgegraben. Für die Dinger hier. Ja. So läuft das, ne? So. Ja, ich überlege jetzt gerade noch, wie wir das weitermachen. Vielleicht sollten wir das Ding mal anfeilen, dass wir eine Führung haben für die Feder. Machen wir dann noch ein Plättchen drunter als Federteller, als Halter. Ja, auf jeden Fall oben eins drauf. Und das Ganze dann mit einem gebogenen M3 verklemmen. Sagt die erste Anpassung. Ja. Jetzt müssen wir den Feder noch ein bisschen raus. Feder soll ja noch ein, zwei Unterlegscheiben rein, dass die Federn noch rauskommen. Mhm. Und dann können wir das Ding hier drauf klemmen. Wir müssen aber auch das Loch noch mal anpassen, ne? Das passt dann auch nicht fürs Lager. Okay. Die kommen jetzt ein bisschen tiefer. Gut, dass wir es noch nicht gemacht haben. Mhm. Und wie viel kommen wir da runter? Ich mach irgendwo da unten rein. Müssen wir die ein bisschen auf Vorspannung setzen, die Feder? Oder was wollen die so? Wird nichts bringen, weil die sind ja andersrum gelagert. Mhm. So, jetzt als nächstes würde ich sagen, ein Stückchen hiervon abschneiden. Das kommt hier oben drauf. Und dann wird das Ganze mit diesem U-M3 Gewindestab geschraubt. Mhm. Und verklemmt. Das heißt, wir schneiden das Teil mal genauso lang wie der Bolzen ist hier. Einspannen können. Direkt an der Kante entlang. Ja, ja. Schrabbeln. Ich will ein Stückchen, ne? Wo hast du denn den Bolzen? Ja. Auf. Vorne gerade abschneiden überhaupt.
Stromkabel noch da drin. Das wird gut.